Hallo und herzlich willkommen hier bei YouTube, Facebook, Twitch und heute möglicherweise sogar Instagram. Es ist 21 Uhr deutscher Zeit. Wir sind mittlerweile live bei Facebook, auch live bei YouTube. In die anderen Netzwerke werden die Daten noch gesendet. Ihr Lieben, gestern das Internet, das war eine Katastrophe. Es tut mir sehr leid, kommt so nicht wieder vor. Heute haben wir allerdings ein tolles Thema. Wir machen also direkt weiter. Ja, jetzt sind wir auch live bei Twitch. Herzlich willkommen auch an alle Zuschauer bei Twitch. Unser heutiges Thema, der kleine Energiekreislauf. Das ist eine geführte Meditation im Stil von Mantak Chia. So, ich werde mir hier auch den Chat mal öffnen. Das heißt, heute tatsächlich gar nicht so viel Text, sondern konkrete Schritte. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir darauf gekommen sind, dass ich euch da mal ein bisschen was dazu erzähle. Ich glaube, das hatte was mit einem Liebestarot zu tun, das ich für euch gezogen hatte. Und ich glaube, in diesem Liebestarot ist das Thema Tantra und Slow Sex zur Sprache gekommen. Und in diesem Zusammenhang erwähne ich dann immer sehr gerne auch Mantak Chia mit seinem kleinen Energiekreislauf. Nochmal ein bisschen Smaragdwasser trinken. Ah, das ist gut fürs Herzchakra. So, ihr Lieben. Ich denke mal, ihr habt vielleicht schon mal was von dem Qigong-Meister Mantak Chia gehört. Ich erzähle ja sehr viel von ihm. Das sind wirklich Leute, die haben über Chakren tatsächlich was zu erzählen. Im krassen Gegensatz zu vielen Leuten, die wenig Wissen, wenig wirkliches, wahrhaftiges Wissen über die Chakren besitzen, gehört Mantak Chia eben zu den Menschen, die die Chakren eben aus ihrer Praxis heraus, aus der Arbeit mit dem Chakrasystem kennen. Denn das Chakrasystem ist ja quasi ein Energiebahnsystem, welches direkt mit dem Akupunktursystem zusammenhängt und auch zusammenarbeitet. Das heißt, die Chakren sind nicht irgendwelche esoterischen, theoretischen Annahmen und Fantasiegebilde, die man willkürlich erweitern kann, sondern das ist schon eine ziemlich konkrete Wissenschaft, die verifizierbar ist und wiederholbar ist. Deswegen gibt es ja auch Akupunktur auf Rezept und wird auch von der Krankenkasse bezahlt. Also hier haben wir eine Schnittstelle zwischen Esoterik und Exoterik, denn die Energiekanäle, die 12 Hauptmeridiane, die durch unseren Körper fließen, das sind ja Energiebahnen. Das sind nicht die Nervenbahnen, nicht die Blutgefäße, das sind auch nicht die Lymphbahnen, sondern das ist ein weiteres Geflecht, das aber nicht physisch nachweisbar ist, nur energetisch. Wir können das nur anhand der Wirkung derzeit beweisen, dass es das gibt. Man hatte auch Tests gemacht mit radioaktiven Isotopen und konnte tatsächlich genau die Isotope nachverfolgen. Die sind genau auf den vorher beschriebenen Bahnen gewandert. Daher wissen wir, dass die Meridiane eine überprüfbare Realität sind. Noch ist die westliche Wissenschaft nicht an den Punkt gekommen, zu sagen, wie eben die Energie fließt, also was das verursacht, wie quasi die Gefäße aufgebaut sind, wie es zu dieser Energieweiterleitung kommt. Fakt ist aber, es ist wissenschaftlich mittlerweile bewiesen worden. Und da, wo eben diese Knotenpunkte der Energiebahn sind, sowas wie Kreuzungen, wo viele Energiebahnen übereinander liegen, da entstehen eben auch Chakren oder eben auch ganz wichtige Akupressur- und Akupunkturpunkte. Und meistens gibt es solche Energiebahnen in der Nähe von Drüsen, solche Kreuzungspunkte und Energiezentren, so nennen wir die auch, die gibt es, die sind im Zusammenhang auch mit unserem Drüsensystem. Wichtige Drüsen sind ja die Schilddrüse, die Bauchspeicheldrüse, die Thymusdrüse im Herz, die Hypophyse und so weiter, die Hirnanhangsdrüse. Alles das sind entscheidende Drüsen in unserem Körpersystem, das endokrine System, so nennen wir das ja. Und dieses endokrine System kann eben durch uns getriggert werden. Eigentlich gehört das endokrine Drüsensystem zu einem autonomen System in unserem Körper. Das heißt, wir können das nicht direkt beeinflussen. Nicht willentlich, nicht so wie einen Finger einfach bewegen, aber doch, wir können es mit
abgelenkter Visualisierung mithilfs Meditation, mithilfe von Yoga und Qigong, haben wir unmittelbaren, direkten, nachweisbaren Einfluss auf die Aktivität unserer Körperdrüsen. Das ist eine ganz spannende Sache, denn für jeden Menschen mit Depression, wer versteht, dass eine Depression eben durch ein bestimmtes eine hormonale Imbalance ausgelöst wird, wer jetzt versteht, dass quasi die Hormone von Drüsen ausgeschüttet werden, der versteht dann auch, dass wenn er von einem bestimmten Hormon etwas weniger ausschüttet und von einem anderen Hormon etwas mehr ausschüttet, dann geht es ihm zumindest schon mal besser, emotional. Das löst nicht sofort die Probleme, aber immerhin löst es die Art, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir die Welt vielleicht sogar tatsächlich sehen und eben dann auch, wie wir Lösungen finden. Ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer? Macht alles sowieso keinen Sinn oder besteht da ein Hoffnungsschimmer und man versucht es zumindest? Ganz wichtig, ne? Wer es gar nicht erst versucht, kann auch selten Erfolge haben. Und heute im kleinen Energiekreislauf werde ich euch Energiepunkte vorstellen, auf die ihr euch während der Meditation konzentrieren dürft. Ihr könnt überlegen, ob ihr bei der Meditation mitmacht oder ob ihr euch das anhört. Ich gebe euch den Tipp, wenn ihr gerade einen Stuhl habt, auf dem ihr sitzen könnt, macht mit. Solltet ihr heute eine Maschine bedienen, ein Auto fahren oder irgendwas machen, was eure volle Aufmerksamkeit braucht, am besten ist, ihr schaltet ab. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr mit in die Meditation gezogen werdet. Das kann gefährlich werden heute. Also heute gibt es keine Quasselstunde. Wir gehen heute in die angewandte Esoterik, in das angewandte Yoga. Im Westen sprechen wir von Magie. In Lateinamerika sprechen wir von Schamanismus. Wir arbeiten hier mit unseren Bewusstseinszuständen und die Bewusstseinszustände, die wir hier gleich erzeugen, die sind nicht dafür geeignet, um eben Auto zu fahren oder eventuell eine Kreissäge zu bedienen. Das vorab. Ganz wichtig. Ganz wichtig, dass alle Leute, die jetzt gerade eben hier vielleicht unterwegs sind, einfach macht das Video aus. Sind mir die Klickzahlen gerade egal. Wäre schade, wenn wir mit so einem schönen Thema eventuell einen Verkehrsunfall verursachen. Das wollen wir ja nicht. Darum, wenn ihr jetzt heute dieses Video schaut und wenn du das jetzt auch nachträglich schaust, dann sorge bitte dafür, dass du während der Meditation, während der geführten Meditation eben deine Ruhe hast, möglicherweise auch nicht gerade unterwegs bist. Es kann wirklich sein, ich habe das schon mehreren Leuten gezeigt, diese Übung, und die saßen auf den Stühlen und die sind mir fast vom Stuhl gefallen, weil denen schwindelig geworden ist. War am Anfang auch für mich sehr überraschend. Wenn man regelmäßig Yoga praktiziert, dann kann man die Energien, feinstoffliche Energien, ziemlich gut eigentlich auch verarbeiten. Wenn man jetzt aber nicht so viel Übung hat und eher das Wissen in der theoretischen Natur ist, also sprich viel Buchwissen, wenig Körperwissen, wenig praktisches Wissen, dann können die Energien einen ganz schön von den Socken hauen. Und darum, wenn du das jetzt schaust, dann mach gerne mit, denn jedes erlebte Wissen, was du quasi gerade in der Spiritualität mit eigenen Sinnen auch erlebt hast, das ist eigentlich erst wertvoll. Alles, was wir nur theoretisch angelesen haben, kann uns sogar im Wege stehen, denn es aktiviert zu sehr unser Ego, unseren Geist und trennt uns zu sehr von unserem körperlichen Empfinden ab. Wichtig, dass wir hier eine Einheit aus Körper und Geist bilden, jetzt auch in dieser Meditation. Einheit nicht nur von Körper, Geist, sondern auch das Herz, Körper, Herz und Geist. Also drei verschiedene Energiezentren, das untere Tantiem, das mittlere Tantiem und das obere Tantiem. Und das erstmal vorab, bevor wir hier richtig loslegen, habe ich irgendetwas vergessen. Genau. Die Bücher, aus denen ich das gelernt habe, die könnt ihr euch ganz normal bei Amazon kaufen, stehen tatsächlich auch, weil es die großartigsten Bücher sind, die ich zum Thema Chakra und Chakren gelesen habe, stehen die fast immer in meiner YouTube-Liste unter dem Thema Mantak Chia. Die Bücher von Mantak Chia gehören fast immer zu den Geschenken, die ich Leuten mache, die ich gerne habe, wenn die Geburtstag haben, weil das einfach, es ist essential. Ja, das sind
Basics. Obwohl die Basics tatsächlich mehr Content aufweisen als die meisten Chakra-Workshops, die ich mir da draußen mal so angeschaut habe. Da ist wirklich unheimlich viel, ich muss es leider auch so sagen, Mambo-Jumbo dabei. Da schreibt der eine vom anderen ab. Und da wird die Regen, im Prinzip lernst du bei den meisten Chakra-Workshops leider nur die Reihenfolge der Regenbogenfarben. Und dann so ganz Grundlegendes über das Chakra und zwei Mantras zu jedem Chakra. Da ist aber noch viel, viel mehr möglich, was wir konkret erleben können, eben durch die praktische, angewandte Yoga-Arbeit, durch die praktische Meditation, können wir da wirklich fundierte Erkenntnisse auch sammeln. So, ich glaube, das war jetzt erstmal wirklich das Wichtigste zur Vorbereitung. Kommen wir also zur Sache, ihr Lieben. Ihr werdet vielleicht schon öfter gehört haben, in verschiedenen Lehrwerken, dass immer wieder davon die Rede ist, dass man in der Wirbelsäule einen Energiekanal hat, dort sind die Chakren und jetzt soll man in dem Aufstiegsprozess die Energien vom Wurzelchakra immer weiter nach oben leiten, zum Kehlchakra, zum dritten Auge, schließlich irgendwann zum Kronchakra und dann sprudelt das quasi aus dem Kronchakra heraus. Hier werden verschiedene Energien ein wenig durcheinander gebracht und das ist wichtig zu verstehen, dass wir die Kundalini-Energie, die wir erzeugen, die dritte Energie im Bunde, die uns eingeborene Energie, der Kelch der Jugend, der Kelch des ewigen Lebens, dass wir diese Energie eben nicht im Kopf speichern können und auch nicht speichern sollten. Das hat verheerende Auswirkungen auf die Psyche der Menschen. Das ist eine sehr hohe Energie und das verschmort tatsächlich die Leitungen, wenn man Pech hat. Ich habe dazu ein Video damals in Griechenland gemacht zum Thema Kundalini-Syndrom. Ich werde das auch direkt von hier verlinken. Und im krassen Gegensatz zu dieser Lehre, dass hier oben jetzt das raussprudelt, was den meisten Menschen logischerweise nicht so häufig gelingt, steht eben der kleine Energiekreislauf. Der kleine Energiekreislauf, so wie ihn Mantak Chia lehrt, der besagt, dass die Energie an der Wirbelsäule hochsteigt. Wo genau der hochsteigt, auf welche Punkte wir uns konzentrieren, das werde ich euch gleich beibringen. Und wenn wir dann am Scheitelpunkt angekommen sind, dann verweilen wir da nicht etwa mit der Energie und versuchen die jetzt in unser achtes Chakra zu lenken. Das sind andere Energien, die wir dorthin lenken. Sondern die Kundalini-Energie, die lassen wir dann eben an der Körpervorderseite wieder herabfließen. Da gibt es das Dina und das Lenkergefäß. Das sind Begriffe, die dürft ihr mal gehört haben heute. Die müsst ihr aber nicht hören. Das eine Gefäß geht hinten am Körper nach oben. Und das andere Gefäß verläuft an der Körpervorderseite wieder nach unten. So, dass es sich verbindet, dass es ein Kreislauf wird. Und der Kreislaufbeginn ist im Wurzelchakra. Das ist der Dammpunkt. Das ist im Prinzip der Punkt zwischen Anus und Geschlechtsteil. Und in diesem Punkt sitzt eben auch das Mula Bandha. Das Mula Bandha, das ist ein Begriff aus dem Yoga. Das ist ein Verschluss oder ein Lock. Im Englischen heißt das Lock. Ein Energieverschluss. Und dieses Mula Bandha kann aktiviert werden und muss jetzt auch im kleinen Energiekreislauf kontinuierlich aktiviert werden beziehungsweise gepumpt werden. Wir haben hier verschiedene Pumpen, Energiepumpen in unserer Wirbelsäule, die ich euch jetzt gleich offenbaren werde, die ich euch erklären werde, die ihr erleben könnt. Die eine Energiepumpe, das ist quasi der Punkt direkt hinter euren Genitalien, aber vor eurem Anus. Und das ist eine Muskelgruppe, die Amerikaner kennen das vielleicht auch als Powerhouse. Die könnt ihr jetzt mal, aktivieren, kontrahieren. Das ist ein bisschen so, als wenn man dringend auf Toilette muss und versucht, das anzuhalten. Am Anfang sind das sehr grobe Bewegungen, da hat man kaum Kontrolle über seine Beckengegend. Da aktiviert man meistens erstmal sogar gleich noch die Pobacken mit, das ist okay für heute. Wenn ihr dann ein bisschen eine feinere Motorik entwickelt in diesen Muskelgruppen an eurem Wurzelchakra, werdet ihr merken, dass ihr quasi nur den Damm auch aktivieren könnt, dass ihr nur die Muskelgruppen am Damm aktivieren könnt. Diese Muskelgruppe, das ist das Mula Bandha.
Ein zweiter wichtiger Punkt, auf den wir uns gleich konzentrieren werden, der liegt ziemlich in der Nähe und zwar direkt am Steißbein. Da könnt ihr mal eure Wirbelsäule ertasten. Das ist im Prinzip der Punkt, wo die Wirbelsäule quasi zur Poporitze wird. Wir sind ja ganz praktisch jetzt. Und da ist euer Steißbein, ein Stück tiefer noch. Und da haben wir zusätzlich eine zweite Pumpe. Das ist die Steißbeinpumpe. Da können wir zusätzlich Muskel anziehen, anspannen, pumpen lassen. Okay, diese zwei Pumpen, die brauchen wir jetzt. Die sind essentiell, nicht nur für guten Sex, sondern die sind auch essentiell, um den kleinen Energiekreislauf überhaupt in Gang zu bringen. Ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, gerade in Berlin stehen diese alten Pumpen rum. Da muss man erstmal eine ganze Weile pumpen, um einen gewissen Unterdruck zu erzeugen, bis dann irgendwann das Wasser durch den Unterdruck der Pumpe bis nach oben gepumpt wird und dann schließlich aus der Pumpe heraus plätschert. Und genau das müssen wir auch machen. Wir müssen im Prinzip so lange die Pumpe aktiv halten, bis wir einen Energiefluss erzeugt haben. Und wenn die Energie anfängt, am Rücken nach oben zu fließen und von alleine am vorderen Bereich des Körpers nach unten zu fließen, dann irgendwann müssen wir nicht mehr ganz so stark pumpen. Das wird dann automatisch mit der Atmung synchronisiert. Okay, das sind erstmal die ganz groben Grundlagen, was wir jetzt gleich machen werden. Wir werden also die Energie aus dem Kelch des Lebens, aus dem Wurzelchakra, aus dem Elixier des Lebens, aus dem Jungbrunnen, aus dem Heiligen Gral, unserem Wurzelchakra, mittels des Dammpunktes, in der Literatur heißt das Hui Jin, und der Steißbeinpumpe, dem Chang Chiang, die Wirbelsäule nach oben pumpen. Und ich werde euch Stück für Stück bitten, euch auf bestimmte Punkte an eurer Wirbelsäule und auch an eurem vorderen Körperbereich zu konzentrieren, um sie erstmal zu fühlen, um zu spüren, wo sind hier gewisse Tore. Wir haben an der Wirbelsäule, am Rücken, gewisse Energiepunkte, gewisse Energietore, wo wir die Energie erstmal durchdrücken müssen, durchpumpen. Es kann sein, dass es da Widerstände gibt. Es kann sein, dass es da vielleicht sogar Schmerzen gibt, wenn da die Energiebahnen blockiert sind. Und sehr wahrscheinlich sind da einige Energiebahnen blockiert. Es kann sein, dass euch schwindelig wird. Wenn euch schwindelig wird, ihr könnt jederzeit diese Meditation abbrechen, die Augen wieder aufmachen, ganz normal atmen. Solltet ihr anfangen zu hyperventilieren, dann nehmt euch einfach eine Tüte und atmet kurz bitte in eine Tüte rein. Kennt eure Grenzen, okay? Wir machen eigentlich nichts außer sitzen und uns auf bestimmte Punkte, Energiepunkte unserer Wirbelsäule konzentrieren. Aber das ist jetzt angewendetes Qigong, angewendetes Yoga. Darum muss ich da ein paar Vorsichtsmaßnahmen vorher erklären. Denn ich bin ja hier und kann euch jetzt im schlimmsten Fall sehe ich nicht mal, wenn was ist. Ich denke aber, wir sind alle alt genug und die Zeit ist auch reif, wenn nicht sogar überreif, dass mehr Menschen von diesen Technologien erfahren, von dem Wunderwerkkörper, von diesem magischen Raumschiff, diesem heiligen Tempel Gottes, diesem ja, Kristallpalast, diesem Salzkristallpalast, der hier eben als menschlicher Körper über diesen Planeten wandelt, dass wir mehr davon erfahren. Ihr Lieben, heute ist es sehr ruhig im Chat, das finde ich okay. Wenn ihr jetzt vorab keine Fragen habt, was ich wünschenswert fände, würden wir direkt anfangen und im Anschluss, wenn ihr dann noch in der Lage seid, zu kommunizieren und nicht eventuell in der Energie verweilen wollt, könnt ihr mir dann noch einige Fragen stellen. Ansonsten müssen wir mal schauen, wie wir das heute zeitlich organisieren. Wir können dann gerne auch in der nächsten Woche weiter über dieses Thema sprechen. Also, es ist der kleine Energiekreislauf, eine der häufigsten Übungen. Das lernt ihr normalerweise in jedem Magiebuch. Fast jede Loge weltweit zeigt das ihren Adepten definitiv. Das ist im Prinzip die Eintrittskarte in astrales Reisen, in astrales Träumen, in Astralprojektion und so weiter. Was sind die Vorteile vom kleinen Energiekreislauf? Noch vorab. Wir durchmengen und durchmischen unsere Energien, sodass überall im Körper gleichmäßig die Energien verteilt sind. Das ist eine gute Sache. Denn der eine ist vielleicht zu sehr im Kopf,
der andere zu sehr im Becken, der nächste zu sehr im Bauch, der andere vielleicht sogar ja, zu viel im Herzen, obwohl das kaum möglich ist, aber vielleicht zu viel im Solarplexus und der Macht. Und durch den kleinen Energiekreislauf gleichen wir eben die Energien aus und energetisieren uns dadurch, dass wir jedes Chakra, wir haben es nicht direkt mit Chakren zu tun, obwohl es auch Chakren sind. Wir energetisieren im Prinzip unseren Körper dadurch. Der Ausgleich schafft einen gesunden Energiefluss, sodass frische Energie aus dem Kosmos dann auch in unser System fließen kann. Ihr werdet feststellen, dass ihr eventuell einige Punkte aus dem 7-Chakra-System kennt. Für den Moment vergesst mal dieses 7-Chakra-System, zumindest am Anfang. Später, wenn euch da ein paar Eselsbrücken helfen, um euch die Punkte zu merken, nutzt gerne auch das Chakrasystem. Wirkt sich das auf den Schlaf aus? Fragt Sorella, dreht das auf? Nein, das dreht überhaupt nicht auf. Das ist absolut gesund. Es entspannt dich viel mehr. Es kann sogar sein, dass wenn du Schlafstörungen hast oder nicht durchschlafen kannst, dass du heute schläfst wie ein Baby. Wir machen hier eine Energieheilung. Also ich zeige euch eine uralte Form, wie du deine eigenen Körperenergien jetzt mal spüren kannst und zum Fließen bringen kannst und ausgleichen kannst. Du bist danach eher ausgeglichen. Okay, ihr Lieben, wenn ihr jetzt sitzt, dann setzt euch bequem hin, lehnt euch gerne an. Wenn ihr die Übung jetzt ein zweites Mal macht, weil ihr das Video noch einmal anschaut, dann zieht euch vorher bitte bequeme Kleidung an. Also keine einschnürenden Hosen, keine zu engen Jeans, keine Gürtel. Falls ihr enge Armbänder habt oder zu enge Ketten, dann legt die ab. Es muss jetzt nicht sofort sein, aber beim nächsten Mal könnt ihr euch da vorbereiten. Sorgt dafür, dass der Raum gut gelüftet und gut geheizt ist und dass für die Zeit der Übung ihr nicht gestört werdet, dass wenn ihr diese Übung auch wiederholt und noch einmal, vielleicht sogar täglich, das wäre gesund, dass ihr dann auch sowas wie Telefon und Handy mal ausschaltet, damit ihr da wirklich auch in diesen Zustand mal hineinspüren könnt, indem man da gelangt. Ansonsten für heute gehen wir das einmal auch theoretisch praktisch durch. Das heißt, wir praktizieren das, aber ich werde dabei natürlich auch sehr viel erklären müssen. Und in den anderen Malen könnt ihr euch einfach nur in stiller Meditation auf die Punkte konzentrieren. Also setzt euch bequem hin. Die Füße stehen flach auf dem Boden auf. Die Beine sind parallel, nicht überkreuzt. Die Handflächen können einfach entspannt auf den Oberschenkeln ruhen. Sitzt gerade. Und konzentriert euch jetzt bitte auf euer Wurzelchakra. Sprich, auf den Punkt zwischen Anus und Geschlechtsteil, auf den Dammpunkt des Hui Yin. Konzentriert euch da drauf mal, spürt mal diesen Punkt ganz unten im Kreis. Das ist der Anfangspunkt unserer Reise. Lasst ihn mal warm werden, spürt mal dieses leichte Kribbeln im Wurzelchakra. Stimmt euch mal darauf ein. Und jetzt beginnt mal, diese Muskelgruppe zu aktivieren und zieht mal den Damm nach oben, nach innen quasi. Das Mula Bandha. Wer das Mula Bandha kennt, spannt jetzt mal das Mula Bandha ein, zieht das mal nach oben. Und lasst wieder los. Das ist ein bisschen so, wie wenn man wirklich hart auf die Toilette muss und versucht, das zurückzuhalten. Ganz ähnliche Muskeln werden da aktiviert. Nicht die gleichen, aber sehr ähnliche Muskeln. Und spannt nochmal das Mula Bandha an. Zieht den Damm nach oben. Und lasst wieder los beim Ausatmen. Und einatmen, Mula Bandha aktivieren. Hui Jin, den Dammpunkt nach oben ziehen. Mal richtig stark nach oben ziehen. Und beim Ausatmen wieder loslassen. Von hier senden wir die Energie jetzt von diesem Punkt mal zum zweiten Punkt, zum Steißbein.
Vor unserem inneren Auge verbinden wir diese Punkte jetzt mal. Wir senden jetzt mal vom Dampfpunkt zum Steißbein die Energie. Das heißt, wir aktivieren jetzt auch die Steißbeinpunkte. Beim Einatmen spannen wir die Muskulatur an, unseres Beckens und des Steißbeins. Das Steißbein kann sich bewegen, das werdet ihr merken. Das merkt man häufig auch beim Orgasmus. Und beim Ausatmen könnt ihr das Steißbein und den Damm wieder entspannen. Und beim nächsten Einatmen zieht ihr wieder den Dammpunkt, das Hui Jin, nach oben und sendet mit aktivierten Hui Jin jetzt die Energie zum Steißbein. Ihr werdet merken, das Steißbein aktiviert sich, da haben wir die Steißbeinpunkte, ja, die Knochen können sich bewegen. Und pumpt mal mit dem Steißbein. Aktiviert mal die Steißbeinmuskulatur, die Anusmuskulatur und pumpt mal nach oben. Ja, in Stößen, in Schüben. Das ist ein bisschen wirklich so, wie wenn man versucht, das Kacken anzuhalten. Ich muss euch irgendwie ja die Muskelgruppen beschreiben, die ja aktiviert werden. Ja, es ist auch lustig, gerade am Anfang, gerade weil man auch an diesen sensiblen Punkten anfängt. Aber das ist unser menschlicher Körper, da gibt es keine Tabuzonen. Jedenfalls nicht, wenn wir über eine Kamera sprechen. Also nochmal, den Dammpunkt aktivieren, das ist der Punkt zwischen Geschlechtsteil und Anus, nach oben ziehen beim Einatmen und die Energie jetzt zum Steißbein senden, zum äußersten Punkt eurer Wirbelsäule, senden wir das jetzt hin. Sehr gut. Und jetzt pumpen wir mit dem Steißbein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. Und von hier werden wir nun einen dritten Punkt mit aktivieren. Wir fangen wieder im Hui Jin an, im Dammpunkt, und bewegen uns dann mit unserem Bewusstsein, mit unserem Fokus auf das Steißbein. Und vom Steißbein aus senden wir die Energie nun zum Tor des Lebens, zum Ming Meng. Das ist der Punkt, der liegt direkt hinter eurem Bauchnabel. Also wenn ihr quasi eine Gerade von eurem Bauchnabel zeichnen würdet, die hinten auf der Wirbelsäule rauskommt, direkt da liegt das Tor des Lebens. Das ist der dritte Punkt. Ihr könnt euch jetzt einfach mal auf diesen Punkt konzentrieren. Versucht ihn mal zu finden. Könnt ihn vielleicht auch ertasten. Aber erspürt ihn mal. Und direkt hinter eurem Bauchnabel auf der Wirbelsäule liegt der Ming Men. Ganz wichtiger Punkt. Das ist der dritte Punkt. Ja, den spürt man direkt hinterm Bauchnabel. Also das ist nicht der Bauchnabel am Rücken. Ja, also wenn wir da jetzt quasi mal einfach anzeichnen würden, auf der gegenüberliegenden Seite, auf der Vorderseite, auf dem Bauch ist der Bauchnabel, und auf der Rückseite des Körpers am Rücken, da ist dann der Ming-Meng-Punkt. Quasi der Bauchnabel am Rücken. Tor des Lebens. Okay. Die drei Punkte haben wir jetzt, die verbinden wir jetzt. Ihr atmet ein, ihr aktiviert das Huijin, den Dampfpunkt, sendet mit dem ersten Pumpstoß die Energie zum Steißbein, aktiviert das Steißbein, ihr pumpt jetzt mit dem Steißbein und ihr sendet die Energie jetzt zum Ming Meng, zum Tor des Lebens, zum Punkt am Rücken, der eurem Bauchnabel gegenüber liegt. Das ist der dritte Energiepunkt. Da sendet ihr jetzt eure Kundalini-Energie hin. Visualisiert das und pumpt bis zu diesem Punkt hoch. Punkt hoch. Bis zur Höhe eures Bauchnabels auf der Rückseite. Auf eurer Wirbelsäule. Okay, und ausatmen. Ihr könnt die ganze Zeit eure Steißbeinpumpe und euer Mula Bandha zum Pumpen nutzen. Das braucht ihr. Einatmen, Mula Bandha aktivieren, pumpen, zum Steißbein senden, mit der Steißbeinpumpe weiter pumpen und die Energie in die Wirbelsäule aufnehmen und zum Ming Meng hochpumpen. Das ist der Punkt direkt gegenüber vom Bauchnabel. Bis da hochpumpen und den Ming Meng mal spüren. Ihr könnt euch auch gerade hinsetzen, wenn ihr das Bedürfnis jetzt habt. Wirbelsäule mal richtig strecken und pumpen. Und ein drittes Mal zur Wiederholung. Wir aktivieren den Dammpunkt und ziehen den Damm nach innen, nach oben. Wir senden die Energie vom Dammpunkt in das Steißbein, in die Wirbelsäule hinein. Wir aktivieren die Steißbeinpumpe und pumpen in unserer Wirbelsäule die Kundalini zum Ming-Meng-Punkt. Wir können warm werden lassen, wir können mal spüren. Wir pumpen
quasi wie in einem Thermometer fließt jetzt die Kundalini Stück für Stück nach oben. Wir heizen jetzt quasi uns mal auf, pumpen die Energie zum Yin-Yang-Punkt. Das Tor des Lebens. Der nächste sehr wichtige Punkt im Qigong, im kleinen Energiekreislauf, ist der Qi-Chung. Das ist der große Wirbelpunkt. Das ist der Punkt direkt gegenüber von unserem Herzchakra zwischen den Schulterblättern. Das heißt, wenn wir jetzt die Kundalini, die Wirbelsäule nach oben senden und pumpen, dann pumpen wir durch die ersten drei Punkte bis zum vierten Punkt hoch. Das ist ein Punkt direkt zwischen unseren Schulterblättern. Ihr spürt ihn auch. Ihr müsst nur mal ganz kurz dahin spüren. Ihr kennt ihn auch schon ewig. Ja, wer hätte das gedacht? Das ist ein wichtiger Qigong-Punkt. Das ist der Punkt, der quasi gegenüber eurem Herzchakra auf der Wirbelsäule liegt, zwischen euren Schulterblättern. Das ist ein sehr starker Energiepunkt. Und jetzt senden wir die Energie direkt bis zu diesem vierten Punkt. Wir fangen also wieder an am Damm. Damm aktivieren, einatmen, nach oben ziehen, Mula Bandha. Und jetzt senden wir die Energie in das Steißbein. Wir pumpen mit dem Steißbein die Energie zum Ming Meng, zum Tor des Lebens, der Nabelpunkt am Rücken. Und von dort senden wir die Energie jetzt hoch zwischen die Schulterblätter. Zwischen die Schulterblätter pumpen wir jetzt die Kundalini-Energie, bis sie wirklich nach und nach fängt es an zu kribbeln. Falls ihr am Anfang nichts spürt, das ist okay. Die Kanäle müssen sich erstmal aktivieren. Die Visualisierung wird dafür sorgen, dass dort die Energie hinfließt. Pumpt einfach weiter und konzentriert euch jetzt auf den Punkt zwischen euren Schulterblättern gegenüber eurem Herzchakra. Pumpt die Energie dahin durch die drei Punkte. Mula Bandha, Steißbeinpumpe, Tor des Lebens und vom Tor des Lebens zum großen Wirbelpunkt. Vier Punkte. Verbindet diese vier Punkte. Dammpunkt, Steißbeinpunkt, Tor des Lebens und großer Wirbelpunkt. Immer weiter pumpen. Im Sekundentakt. Pump, pump, pump. Die Atmung kann frei fließen. Ihr hört das ja bei mir. Ich spreche ja auch. Ihr könnt das aber auch mit der Atmung synchronisieren, dann wird es noch intensiver. Einatmen, wenn ihr anspannt und hochpumpt. Und ausatmen, wenn ihr euch entspannt. Und bis zum Herzchakra, bis auf Höhe des Herzchakras, pumpen wir jetzt die Kundalini-Energie in der Wirbelsäule nach oben. Das geht immer leichter, je öfter man das macht. Und von hier aus werde ich euch heute den fünften Punkt zeigen. Der fünfte Punkt, das ist ein ganz spannender Punkt, das ist das Jadekissen. Da könnt ihr alle mal direkt an eurem Schädel fühlen. Das ist der Punkt, wo eure Wirbelsäule in den Schädel übergeht. Und da haben die meisten Menschen direkt da am Hals, da wo auch die Haare schon sind, einen kleinen Knubbel. Ja, einen kleinen, wie so eine, als ob da eine Perle oder eine Murmel ist, die da direkt am Ende der Wirbelsäule am Schädel ist. Diesen Punkt nennen wir das Jadekissen. Ganz wichtiger Energiepunkt. Das Jadekissen könnt ihr auch mal direkt durchreiben, mal spürbar machen. Fast jeder hat da diesen kleinen Knubbel am Hinterkopf, genau an dem Punkt, wo die Halswirbelsäule in den Schädel eintritt. Das ist das Jadekissen, der Yucheng. Es ist jetzt der 1, 2, 3, 4, 5. Punkt, auf den wir uns konzentrieren. Wir fangen also wieder unten am Dammpunkt an. Wir pumpen, wir aktivieren das Mula Bandha, wir ziehen den Damm nach oben, verschließen sozusagen die unteren Gefäße, lassen durch die Anspannung die Energie ins Steißbein fließen. Wir fangen mit der Steißbeinpumpe an, die Energie vom Steißbein zum Tor des Lebens zu pumpen. Tor des Lebens ist auf der Höhe des Bauchnabels. Im Tor des Lebens fließt die Energie weiter nach oben, weiter pumpen, zum Herzchakrapunkt auf der Wirbelsäule, zwischen den Schulterblättern. Und von da schießt die Energie quasi in das Jadekissen. Bis zum Jadekissen pumpt ihr die Energie jetzt nach oben. Wunderbar. Ein wirklich erfrischendes Gefühl. Einfach immer wieder diese fünf Punkte jetzt visualisieren. Dammpunkt, Steißbeinpunkt, Tor des Lebens, großer Wirbelpunkt am Herzchakrahöhe und das Jadekissen direkt am Schädel, wo die Wirbelsäule in den Schädel eintritt.
Und von hier aus kommen wir nun zum Pao Hui, zum Kompass. Das ist der Punkt, das ist unser Kronchakra. Wir sind jetzt also am Kronchakra angekommen. Das heißt, vom Jadekissen senden wir die Energie nun hoch zur Schädeldecke, da wo die Fontanelle ist, da wo das Kronchakra ist, der tausendblättrige Lotus, der Kompass in der Qigong-Lehre. Also, wir verbinden jetzt mal den Dammpunkt, wir aktivieren den Damm, wir ziehen richtig mal das Mula-Wanda nach oben. Dadurch fließt die Energie ins Steißbein, im Steißbein fangen wir an zu pumpen. Die Energie fließt vom Steißbein jetzt nach oben zum Tor des Lebens auf Höhe des Bauchnabels. Vom Tor des Lebens fließt die Energie nach oben zum großen Wirbelpunkt auf Höhe des Herzchakras. Von da aus fließt die Energie weiter zum Jadekissen, direkt am Schädel. Von da aus lassen wir die Energie nun auf unseren Schädel fließen, zum Kompass, zum Kronenchakra. Und einmal noch wiederholen, vom Dammpunkt zum Steißbeinpunkt, zum Tor des Lebens die Energie fließen lassen. Vom Tor des Lebens auf Höhe des Herzchakras pumpen, zum großen Wirbelpunkt, vom großen Wirbelpunkt zum Jadekissen. Das ist der Punkt, wo die Halswirbelsäule in den Schädel eintritt. Und weiter pumpen zur Schädeldecke, Kompass, Pai Hui. Jetzt lassen wir die Energie vom Schädeldach nach unten fließen, zum Yin Tang, zum Himmelstor, zum Punkt zwischen unseren Augenbrauen, den Sitz unseres dritten Auges. Vom Schädel fließt jetzt automatisch die Energie durch das Pumpen, sie tropft quasi herab, zum dritten Auge. Das heißt, wir müssen nur bis zum Kronenchakra hochpumpen und dort einen Überschuss erzeugen, aktiv. Das läuft es passiv quasi auf der Vorderseite des Körpers nach unten. Es tröpfelt jetzt quasi nach unten, die Kundalini-Energie. Und das ist das Magische. Also noch einmal Dammpunkt aktivieren, zum Steißbein senden, vom Steißbein auf Nabelhöhe zum Tor des Lebens, vom Tor des Lebens auf Herzchakra-Höhe zum großen Wirbelpunkt, vom großen Wirbelpunkt zum Jadekissen, Schädel, vom Jadekissen zum Kompass, Kronchakra, und weiter pumpen, sodass die Energie vom Kronchakra ganz automatisch zum dritten Auge herabfließt. Und jetzt gibt es einen sehr interessanten Energiefluss. Die Energie fließt jetzt vom dritten Auge über unseren Nasenrücken zu unserer Nasenspitze und von der Nasenspitze an der Nase entlang, quasi auf die Oberlippe rauf, und jetzt geht der Energiekanal in den Mund rein zum Gaumendach. Da ist der nächste Punkt. Und jetzt gibt es etwas ganz Magisches. Die Zunge ist der An-Ausschalter. Das heißt, die Zunge muss das Gaumendach berühren. Die Spitze der Zunge, die gespitzte Zunge, berührt jetzt das Gaumendach und muss da auch bleiben, um den Energiekreislauf überhaupt zu schließen. Wenn ihr jetzt also die Zunge an das Gaumendach legt und ihr jetzt noch einmal anfangt zu pumpen, lasst die Zunge am Gaumendach liegen, solange wie ihr das könnt. Falls ihr eine Pause braucht, dann öffnet den Kreislauf. Jetzt, das ist der An-Ausschalter. Das heißt, die Energie fließt vom dritten Auge über den Nasenrücken zur Nasenspitze, von der Nasenspitze in die Mundhöhle, das ist die Energiebahn. Und in der Mundhöhle am oberen Gaumendach hinter den Schneidezähnen, ihr spürt das, da gibt es sehr viele verschiedene Energiepunkte. Da legt ihr eure Zungenspitze an, um den Energiekreislauf zu schließen. Ihr werdet den richtigen Punkt finden. Das kribbelt, wie als wenn ihr eure Zunge an einer Batterie haltet, falls ihr das mal gemacht habt. Die alten Batterien mit diesen zwei Polen. So ähnlich kribbelt das auch, wenn ihr den richtigen Punkt findet. Ziemlich weit nach oben ins Gaumendach. Nicht ganz nach hinten, da kommt die Zunge hin. Und jetzt fließt die Energie, die Zunge herab zum Kehlkopf. Dieser Punkt heißt Huan Chi, die 12 Geschichten.
Und wir beginnen jetzt noch einmal am Dammpunkt und gehen diese Stelle, diese Passage vom dritten Auge bis zu den 12 Geschichten noch einmal durch. Das musste ich kurz aber erklären, denn das ist eine sehr ungewöhnliche Energiebahn vom dritten Auge über den Nasenrücken in den Gaumen hinein, vom Gaumen mit dem Zungenschalter in die Zunge zum Kehlkopf. Das ist der Energiekreislauf. Die Zunge ist ein entscheidender Teil. Die Zunge kommt oben hinter die Schneidezähne an den Gaumen, weiter nach hinten. Ihr spürt den Punkt, da wird es ein bisschen weicher. Okay, lasst die Zunge jetzt bitte oben am Gaumen, während ich erkläre, und praktiziert das jetzt einfach noch einmal. Ihr fangt am Dammpunkt an. Aktiviert den Dammpunkt. Ihr lasst die Energie in das Steißbein fließen. Von da aus pumpt ihr die Energie zum Tor des Lebens nach oben. Mit dem Steißbein und mit dem Damm, dem Mula Bandha. Am Tor des Lebens, gegenüber von eurem Bauchnabel, sammelt sich die Energie und fließt nun weiter zum großen Wirbelpunkt gegenüber von eurem Herzchakra und sammelt sich da wieder. Vom Herzchakrapunkt fließt die Energie zum Jadekissen, sammelt sich auch da. Vom Jadekissen fließt die Energie zum Kompass, zum Kronenchakra und sammelt sich auch da. Und von da aus fließt die Energie passiv nach unten zum dritten Auge. Wir pumpen weiter, sorgen für Nachschub. Die Energie sammelt sich zwischen den Augenbrauen, aktiviert das Stirnzentrum. Von da aus fließt die Energie über euren Nasenrücken zur Nasenspitze. Von der Nasenspitze geht der Energiekanal nach innen zum oberen Gaumensegel. Und vom Gaumensegel fließt die Energie jetzt in die Zunge. Und von der Zunge fließt die Energie zu den 12 Geschichten, zu eurem Kehlkopfchakra. Und ihr pumpt weiter und lasst die Energie erstmal nur bis zum Kehlkopf fließen. Vom Dammpunkt zum Steißbein, vom Steißbein zum Tor des Lebens, vom Tor des Lebens zum Herzchakrapunkt, zum Jadekissen. Pumpen, immer weiter mit dem Steißbein pumpen. Zum Kompass, Kronchakra, immer weiter pumpen. Vom Kronchakra fließt die Energie zum dritten Auge zwischen euren Augenbrauen. Immer weiter pumpen. Versucht alle Punkte zu spüren gleichzeitig. Von eurem dritten Auge fließt die Energie über euren Nasenrücken ab, nach innen, zu eurem Gaumen, in eure Zunge, zu eurem Kehlkopf, zu den 12 Geschichten. Von dort fließt die Energie herab zu eurem Herzchakra auf der Vorderseite. Immer weiter pumpen. Von eurem Herzchakra fließt die Energie nun herab zu eurem Solarplexuschakra. Das ist der Punkt direkt unter eurem Rippenbogen. Direkt darunter ist das Solarplexuschakra. Die weiche Stelle unter euren Rippen. Immer weiter pumpen. Jetzt fließt die Energie nun zum Bauchnabel. Vom Solarplexus direkt zum Bauchnabel. Und vom Bauchnabel fließt die Energie nun nochmal 3-4 Finger breit unter den Bauchnabel. Zum Hara. Das ist der wichtigste Energiepunkt. Das ist der einzig wirklich sinnvolle Energiepunkt, um Energien zu speichern. Wenn ihr also in der Liebesvereinigung seid und ihr habt zu viel Energie, dann praktiziert ihr den kleinen Energiekreislauf bis zu diesem Punkt. Und sendet eure Sexualenergie durch diesen kompletten Kreislauf bis zu diesem Punkt, bis zum Hara, 3 Finger breit unterhalb des Bauchnabels. Da könnt ihr auch spüren. Es ist interessanterweise da, wo im Westen immer der Gürtel sitzt. Da wird der wichtigste Lebenspunkt abgeschnürt. Darum tragt vielleicht Hosen, die diesen Punkt, oder Röcke oder Kleider, die diesen Punkt nicht so stark einschnüren. Da darf Energie gespeichert werden, in unendlichem Maße. Da gibt es bisher noch keine Überlieferung, dass man da zu viel Energie mal gespeichert hat. Von dort aus könnt ihr dann die Energie später auch wieder nutzen und in den Kreislauf einspeisen. Das ist auch als Samenpalast bekannt.
wird auch oft so bezeichnet, oder als Hader. Und von diesem Punkt, der drei Finger breit, vier Finger breit maximal unter eurem Bauchnabel liegt, ihr könnt es auch mal erfühlen, ihr spürt es da, wird automatisch heiß bei den meisten Menschen. Das ist euer Hara. Da ist eure Lebenskraft ursprünglich gespeichert. Da gehört sie hin, nicht ins Kronchakra. Von dort aus könnt ihr jetzt den Kreislauf schließen, indem ihr euer Hara mit eurem Dammpunkt verbindet. Den Samenpalast jetzt mit dem Dammpunkt verbinden. Das ist die richtige Richtung des Energieflusses. Vom Dammpunkt aus fließt die Energie ins Steißbein. Vom Steißbein zum Tor des Lebens gegenüber des Bauchnabels, vom Tor des Lebens gegenüber den Schulterblättern, von den Schulterblättern hin zum Jadekissen, vom Jadekissen zum Kronchakra immer weiter pumpen mit dem Damm und dem Steißbein, Mula Bandha Steißbeinpumpe, vom Kompass zwischen die Augenbrauen, von den Augenbrauen über den Nasenrücken, Nasenspitze nach innen zum Gaumen hinter die Schneidezähne, mit der Zunge den Kreislauf immer geschlossen halten, fließt die Energie in die Zunge, zur Kehle, zum Kehlkopf, vom Kehlkopf zum Herzchakra, vom Herzchakra zum Solarplexuschakra. Die Energie fließt für mich herab vom Solarplexuschakra zum Bauchnabelchakra. Vom Bauchnabelpunkt jetzt drei Finger weiter nach unten zum Hara. Hara, Hare Krishna, da ist der Punkt Hara. Und vom Hara schließen wir jetzt den Energiekreislauf und es verbindet sich wieder mit dem Damm. Wir gehen noch eine weitere Runde vom Damm zum Steißbein, vom Steißbein zum Tor des Lebens, zwischen die Schulterblättern, zwischen zum Jadekissen, zum Kompass-Kronchakra. Vom Kronchakra fließt die Energie zu den Augenbrauen, von den Augenbrauen herab zur Nasenspitze, von der Nasenspitze nach innen zum Gaumen, vom Gaumen in die Zungenspitze. Von der Zungenspitze zum Kehlkopf, vom Kehlkopf zum Herzchakra, vom Herzchakra zum Solarplexuschakra auf der Vorderseite, vom Solarplexuschakra zum Bauchnabelchakra, vom Bauchnabelchakra drei Finger breit herab zum Hara und vom Hara wieder zum Dammpunkt. Und ihr könnt jetzt diesen kleinen Kreislauf zirkulieren lassen, er fängt irgendwann an automatisch zu zirkulieren, pumpt einfach immer weiter. Versucht, all diese Punkte gleichzeitig zu fühlen und zu visualisieren. Und alle Energieüberschüsse, die ihr habt, Nervosität und so weiter, könnt ihr durch diesen Energiekreislauf harmonisieren. Ihr könnt auch Angst hier transformieren. Das ist ein transformativer Energiekreislauf. Und alle Überschüsse, die ihr habt, zum Beispiel durch eine gesteigerte Sexualität, durch Horniness oder was auch immer, könnt ihr im Hara speichern, sodass euch euer Sexualtrieb nicht zur Last fällt. In der Bibel steht schon geschrieben, sie werden von den Schlangen gebissen. Das ist die Schlange der Kundalini, die meistens ja nur bei den meisten Menschen im unteren Beckenbereich mal hin und her kreist. Wenn wir diese Kundalini lernen, in diesen Energiekreislauf zu lenken, können wir wahre Wunder vollbringen. Es gibt noch den großen Energiekreislauf, den kann ich dir auch beibringen, wenn du das möchtest. Für heute erstmal der kleine Energiekreislauf. Noch einmal zur Wiederholung. Dammpunkt, Mula Bandha aktivieren, den Damm nach oben ziehen, so stark wie du kannst. Dann fließt die Energie in das Steißbein, Damm weiter aktiv halten, ins Steißbein fließt es. Es geht die Steißbeinpumpe los. Wenn das Steißbein anfängt zu pumpen, dann konzentrierst du dich auf das Tor des Lebens. Das hat einen Grund, dass der Punkt so heißt. Tor des Lebens gegenüber vom Bauchnabel. An der Wirbelsäule. Und dort fließt die Energie zum großen Wirbelpunkt auf der Höhe des Herzchakras. Im großen Wirbelpunkt auf der Wirbelsäule fließt die Energie auf der Wirbelsäule entlang nach oben zum Jadekissen, dort wo die Wirbelsäule in den Schädel eindringt. Vom Jadekissen fließt die Energie zum Schädeldach, zum Kompass. Vom Kompass fließt die Energie zwischen die Augenbrauen zum dritten Auge. Im dritten Auge fließt die Energie herab über den Nasenrücken zur Nasenspitze, von der Nasenspitze nach innen und dringt in den Schädel ein, in den Gaumen. Und am oberen Teil des Gaumens liegt jetzt die Zunge und die Energie fließt in die Zungenspitze
von der Zungenspitze zum Kehlkopf. Vom Kehlkopf fließt die Energie auf der Vorderseite des Körpers nun herab zum Herzchakra. Fließt weiter herab. Wir pumpen immer weiter und halten das Mula-Bandha aktiv. Vom Herzchakra zum Solarplexus-Chakra. Vom Solarplexus-Chakra zum Bauchnabelchakra. Spürt diese Punkte. Spürt mal den Bauchnabel. Und vom Bauchnabelchakra drei Finger breit zum Hara, zum Samenpalast, Huanyang bei Frauen, Ovarpalast, also der Eierpalast bei Frauen, Samenpalast bei Männern. Drei Finger breit und auch im Bauchnabel. Und von da verbindet ihr euch wieder mit dem Dampfpunkt. Oder ihr speichert die Energie in diesem Ort ab. Fühlt noch einmal diese zwei Meridiane, die ihr heute kennengelernt habt, von 12, Diener- und Lenkergefäß. Fühlt noch mal hinein. Auf diesen Gefäßen gibt es natürlich noch wesentlich mehr Punkte, die man kennenlernen darf. Für heute sind das die wichtigen essentiellen Energiepunkte, die wir brauchen, um den kleinen Energiekreislauf zu aktivieren, zu kultivieren, zu üben. In den Erfahrungsberichten steht, dass die meisten Menschen 7 bis 10 Tage brauchen, um die Energie richtig fließen zu spüren. Ihr spürt es richtig fließen, das spürt ihr wie Blut. Wenn ihr mal im Joggen wart und ihr spürt das Blut, das in euren Muskeln strömt, ähnlich spürt ihr diese Energie fließen. Es fühlt sich sehr stofflich an. Das ist ein sehr befreiendes Gefühl in den meisten Fällen. Natürlich werden hier die Themen in euren Chakren getriggert. Das ist einer der effektivsten, zügigsten Wege, um mit sinnvoller Chakraarbeit anzufangen und um eben auch an seine Themen zu kommen, emotionale, psychologische, mental, geistige, körperliche, spirituelle. Unser ganzes Energiesystem wird hier mit frischer Lebensenergie durchflutet. Und jetzt kann eben, wenn dieser kleine Energiekreislauf etabliert ist, auf frische Energie nachfließen. Die Kundalini-Energie ist eine unerschöpfliche Energiequelle in unserem Inneren. Es ist der Quell der Jugend, die Quelle der Jugend, der Kelch des Lebens. Und dies ist die erste Lektion in der Zähmung der Schlangenenergie. Das ist der Grund, warum Könige und Pharaonen und auch indische Gottheiten immer mit der gezähmten Schlange dargestellt werden. Die Schlange bezieht sich hier eben darauf, dass die Sexualität, die Urkraft, die stärkste Kraft im menschlichen Organismus transformiert und kanalisiert wurde und für höhere Zwecke nutzbar gemacht worden ist. Ansonsten ist es wie in der Bibel, werden die Menschen von der Schlange gebissen und verlieren nach und nach ihre Lebenskraft. Sprich, zu viele sinnfreie Orgasmen sorgen dann für den körperlichen Zerfall. Das löst dann das Altern aus und auch viele Krankheiten, die aber eben durch den kleinen Energiekreislauf wieder geheilt werden können. Man sagt, bis zu einem gewissen Punkt im Leben kann man eben, wenn man anfängt, Qigong zu praktizieren, das Altern noch umkehren. Ab einem bestimmten Punkt kann man dann nur noch das Karma, das man hat, lindern. Der Punkt ist übrigens überraschenderweise sehr fortgeschritten. Ich werde ihn jetzt hier nicht nennen, könnt ihr selbst mal recherchieren. Wer so alt geworden ist, wäre überrascht, wenn er erfahren würde, dass er sich wieder komplett verjüngen kann. Ihr Lieben, falls ihr noch in der Meditation seid, nehmt einen tiefen Atemzug mal. Ich bringe euch natürlich zurück ins Alltagsbewusstsein. Holt mal Tiefluft. Streckt euch vielleicht mal. Streckt mal die Arme. Oh, genau. Streckt euch mal.
ballt mal Fäuste, kräuselt mal die großen Zehen und die kleinen Zehen, bewegt mal ein bisschen die Beine. Nimmt mal nochmal einen tiefen Atemzug. Und wenn ihr fertig bist, wenn ihr bereit seid, die Augen wieder zu öffnen, dann öffnet langsam die Augen und kommt vollständig ins Alltagsbewusstsein zurück. Regeneriert, erfrischt, mit einer yogischen Erfahrung reicher. Ihr Lieben, das war der kleine Energiekreislauf in kürzester Kürze. Ich hoffe, wir hatten eine gute Verbindung und ihr konntet gut folgen. Es gibt ein ganzes Buch dazu, nur um diesen Kreislauf zu erlernen. Dies ist die eigentliche Basis des Yogas, dies ist die eigentliche Basis des Qigongs, dies ist die eigentliche Basis der Meditation, dies ist die eigentliche Basis der Chakra-Lehre, die ursprüngliche Basis. Von da aus kann sich Wissenschaft entfalten. Ich bin ja ein spiritueller Yogi und ich mag die wissenschaftlichen Aspekte des Yogas, die wiederholbaren Aspekte. Und wenn du da mehr lernen willst, wenn du da auf deinem Weg, auf deinem spirituellen Weg, auf deiner spirituellen Suche Unterstützung brauchst, sag mir gerne Bescheid. Ich bin immer wieder froh, wenn ich Leute mit auf diese zauberhafte Reise auf dem fliegenden Teppich nehmen darf. Denn der fliegende Teppich, ja, das ist die Yogamatte. Das ist wunderschön. Dies sind die Basistechniken, die wir unseren Schülern mit auf den Weg geben, den Adepten, den Leuten, die in der magischen Ausbildung, in der schamanischen Ausbildung anfangen. Eine andere Grundlagentechnik, die eigentlich auch jeder spirituelle Mensch können sollte oder ja eigentlich können müsste, ist ja progressive Muskelentspannung. Diese zwei Techniken in der Kombination, das wirkt wahre Wunder. Progressive Muskelentspannung und der kleine Energiekreislauf. Und dann gibt es da noch ein paar andere. Ja, ihr Lieben, ich denke mal, viele Fragen wird es jetzt nicht geben. Ich will euch auch gar nicht so krass wieder sofort in den Verstand zerreden. Ich bin ganz froh, wenn ihr gerade ein bisschen euer Zentrum mal gespürt habt, euer Herz mal fühlen konntet, die innere Ruhe vielleicht sogar wahrgenommen habt, trotz meines Sprechens. Übt das in der Stille, lernt mal diese paar Punkte, findet ihr auch überall im Internet. Falls ihr Hilfe beim Lernen braucht, dann schreibt mir, dann bucht gerne auch ein Reading. Und durch diese Arbeit könnt ihr dann eben auch euer Karma bearbeiten. Ihr könnt durch diese Arbeit anfangen, mit Heilenergien zu arbeiten, euch selbst heilen, andere Menschen heilen und so weiter. Und ich bin als Life-Coach natürlich immer happy, wenn ich dich ein Stück auf deiner Reise begleiten darf oder vielleicht sogar ein ganzes Stück länger. Ich bin nicht nur zertifizierter Yoga-Lehrer, sondern ich bin eben auch ausgebildetes Channel-Medium. Ich bin Angel Intuitive Healer, ich bin Reiki-Heiler und ja, viele andere kleine Ausbildungen eben auch noch. Und ja, das war es erstmal von meiner Seite heute. Wir können gerne auch, wenn ihr das möchtet, mehr von diesen praktischen Anwendungen hier bei YouTube einfach mal durchleben, erleben. Vieles von dem ist Inhalt meiner Coachings und meines Live-Coaching-Programmes. Da habe ich ja verschiedene Angebote, 3 Sessions, 10 Sessions. Meistens dauert es 4 bis 6 Monate, bis man mal erste Ergebnisse erzielt. Okay, ihr Lieben, dann danke ich euch für eure Zeit heute und wünsche euch noch einen schönen Abend. Falls der Stream hier abgebrochen hat, ist das natürlich schade. Bei Facebook sind wir Gott sei Dank mal wieder bis zum Ende live. Ich danke euch, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn euch diese kleine Einführung in das Qigong gefallen hat. Und wir sehen uns dann nächsten Dienstag wieder, voraussichtlich 19.30 Uhr, allerspätestens 20 Uhr. Ich bin Enrico Balvini, es hat mir Spaß gemacht, mit dir heute den kleinen Energiekreislauf zu praktizieren. Bis bald, Namaste.